Ja, Hallöchen, Popöchen, wie geht's, wie steht's? Heute ein weiteres Zigarrenreview von mir. Und zwar haben wir heute die Dalai Dunkel Toro im Boxpressed Format, eins meiner Lieblingsformate. 54er Ringmaß haben wir hier, 15,24 cm Länge, kostet 5 Euro. Sage und schreibe 5 Euro. Ja, du hast hier ein schönes mexikanisches San Andres Deckblatt, schön rustikal. Landjäger-Style. Das Umblatt ist aus Indonesien, Sumatra. Und Einlage haben wir Ligero Domrep, Criollo 98, Broadleaf USA, Pennsylvania und Domrep Olor und Domrep an sich. Ja, sieht schon mal ganz gut aus. Super Preis. Vom Kaltgeruch her kann ich euch schon sagen, recht würzig, fast schon wie Eukalyptus, Kräuterbonbons, irgendwie so in die Richtung, wirklich so ein bisschen Würze und so ein bisschen Pep hat die Zigarre schon vom Riechen her, so leicht pfeffrig. Vom Kaltzug her ist sie eher mild, leicht süßlich, Zedernholz. Ja, so in die Richtung geht das Ganze. Und dann machen wir sie einfach mal geschwind an. Deswegen sind wir ja alle hier, hoffe ich. Also ich zumindest. Schöne Rauchentwicklung auf jeden Fall. Die ersten Züge sind recht mild für ein mexikanisches San Andres. Schönes Rauchvolumen, süßlich, ganz hauchfeine Cappuccino-Röstaromen, Kaffee-Röstaromen, aber ganz dezent. Und so allmählich, nach und nach, schleicht sich dann die Würze rein. Sie ist nicht überschwänglich cremig, so leicht dezent butterig auf den Lippen, eher ledrig trocken. Und so ein bisschen satter wird sie jetzt. Also ich merke jetzt schon nach ein paar Zügen, sie wird ein bisschen würziger. Ja, dann rauchen wir mal weiter und ich melde mich, wenn es ein Update gibt. Ja, schöner Abbrand, schönes Rauchvolumen. So hier und da musste ich ein bisschen korrigieren kurz, aber das ist kein Problem. Jetzt kommt so ein bisschen das Mexikanische durch, so ein leichter Cayenne-Pfeffer-Teppich, der sich hinten im Rachenraum ausbreitet, aber ganz dezent. Die Lakritzwurzel, gleichzeitig was Dunkles, was leicht Süßliches, aber überfordert nie. Also die Spitzen sind, oder was heißt Spitzen, sind eigentlich gar keine Aromenspitzen da. Es sind so leichte Wellen, so ein bisschen, wie gesagt, jetzt kommt Pfeffer. Ist aber gleichzeitig immer wieder so ein bisschen süßlich, das gefällt auch. Und ja, wie gesagt, für Anfänger geeignet, recht mild kommt sie daher, steigert sich aber jetzt nach einer Viertelstunde so ein bisschen zumindest. Ja. Ansonsten eher auf einer trockeneren, ledrigeren Seite unterwegs, aber weiß durchaus zu gefallen. Also jeder, der so diese mexikanische Würze ein bisschen mag, kann man hier auf jeden Fall zugreifen. So, jetzt sind wir bei 70 Minuten. Ich hatte vorher so ein bisschen Toast, paar Minuten. Ein bisschen mehr Pfeffer dann auch wieder, dann wieder nicht. Und jetzt zum Schluss mehr Kaffeeröstaroma, Zartbitterschokolade, aber wirklich extrem. Ja, da muss man sich schon darauf konzentrieren, das zu schmecken. Also man muss die Zigarre bewusst genießen
Und dann bekommt man auch die Aromen mit. Und jetzt zum Schluss auch schön floral, leicht Schwarztee, Erde, so in die Richtung. Und ja, also für 5 Euro schönes Format, super Preis, schmeckt auch. Allerdings ist er halt bis zur Hälfte, also so, ja, 40 Minuten ungefähr ist sie recht geradlinig und man kann für 5 Euro jetzt auch nicht erwarten, dass viel Tabak verwendet werden in dem Sinne und dass die Aromen, das ist immer wieder bei der Diskussion, teure Zigarren gerechtfertigt oder nicht. Meiner Meinung nach haben die dann halt ein bisschen mehr Tabak von den jeweiligen Sorten. Dann schmeckst du die Aromen intensiver und länger. Ja, gute Kombination aus Würze, Süße, war jetzt nie zu trocken, zu ledrig, deswegen gut geblendet, finde ich. War jetzt aber auch nicht besonders cremig, aber schön ausgeglichen so in dem Sinne. Ja, ich denke, die kriegt man locker auf 90 Minuten, für den Preis echt super. 4 von 5 ordentliche Zigarre müsste man probiert haben. Vor allem auch hier schöne Bauchbinde, gefällt mir. Macht auf jeden Fall was her. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Liken, kommentieren, abonnieren.